haben es geschafft. Die Geister sind Geschichte. Alle. Was hat das so getriggert? Weiß ich nicht, gute Frage. Irgendwelche Veränderungen des Luftdrucks. Floor Shots. Da haben wir jetzt ein geil, Item für bekommen. Ein Item, ja, das haben wir ist echt gekriegt. Komisch. Die kriegst du sonst im Dungeon. Ja. Komisch. Aim for special targets and vines and then fire a claw on a chain that pulls you to the place you have targeted. Press open to center your aim anytime you feel the aiming controls are out of alignment. Guck mal, uns fehlt nur noch ein. Also wir noch einen Platz für ein neues Item. Wir können auch nicht erst bei der Hälfte sein. You can't erzähl mir that. Das ist crazy talk. Super viele Sidequests, die wir machen können. Können. Congratulations, Master. You have completed the trial. You now have the power to proceed to the sacred flame that will be entrusted to your sword and your strong spirit. Außerdem kann ich da jetzt nicht lange Claw schauen. Wir bekommen für jede Aufgabe was. Und in Skyward Sword sind die Umgebungen ja quasi Dungeons. Ja. Ja, ha. Aber es gibt ja auch Dungeons. Die sind aber auch immer hart mit uns. You can extend these claws, attach the chains. Genau, nach 4 Jahren weiß man das nimmer. Ich hätte das auch 4 Tage nach dem Spielen des Videos. A flame somewhere in the desert. I conjecture that it lies in a place you have not yet visited, Master. Oh, ein ganz neuer Bereich. Und jetzt können wir so machen. Ja, spannend. Das kennst du alles nicht, weil du so weit nie warst mit deinem Spiel. Ja, nicht mal ansatzweise. Das erste Mal in der Wüste, da habe ich aufgehört. Ja. Ihr wollt es doch hart? Wer will es hart? Wir offenbar. Was wollen wir hart? Sex? Weiß ich nicht. Guck mal, sowas ist zum Beispiel auch Spielzeit verlängern. Warum sieht das auf dem Bild so aus, als wären das 2 Haken? Sind es. Das 2 sind. Und wie kannst du den zweiten? Ich kann mich an einem festhalten und dann zu dem anderen gehen. Guck mal, da ist ein Fragezeichen. Das ist doch verdächtig. Wie geht das? Sich an einem festhalten und dann zu dem anderen gehen. Zeige ich dir, wenn ich mal an so ein Ding hake. Oh, der ist ganz dick. Das ist farbig geworden. Hast du ihn mit dem Käfer bedroht? Ja. Okay. Ich mach Markus Mafalda Björn hart. Ja. Okay. Ist mir ein bisschen zu viel Sex hier heute. Ja, das finde ich auch. Also ich weiß nicht, ob das an der Uhrzeit liegt. Ich weiß nicht, zusammen. Ich glaube auch. Morgens ist man noch irgendwie locker unterwegs. Mal locker durch die Hose atmen, aber geht halt nicht, wenn man hart ist, vielleicht. So. Die harten Haken. So. Bisschen so nach da. Ja. Nee. Nur mal ganz. Nee. Das Fragezeichen ist doch da, wo wir schon waren, um diese ganze Gezeitenuhr ins Leben zu rufen, oder nicht? Da waren wir schon. Mengenrabatt, was wisst ihr dazu zu sagen? Und ich habe eine hypothetische Frage. Nur hypothetisch. Ja. Wäre es möglich, auch so ein Fragezeichen zu ignorieren und die Mission voranzutreiben? Ich will ja die Mission vorantreiben. Ich hoffe ja, dass das Fragezeichen die Mission ist. Aber ich glaube, es war da, wo wir hin mussten, um dieses ganze Ding an den Start zu bringen. Dieser kurze Weg hat dir das halbe Schild kaputt gemacht. Ja, ich weiß. Den halben Schild. Okay, jetzt kann ich. Nein, das Fragezeichen ist woanders. Ihr könnt an den Schilden von den Dickmatzen hochrennen. Auch interessant. Aber guck mal, das sieht doch so aus da. Die Zeitnur ist das oben dran. Das Fragezeichen ist die Mission. Ihr braucht da die Haxels. Ja, hier sind die Haxels. Guck. Ja. Iro sagt, dein Schild ist bald futsch und Gamepad Ranger freut sich, dass ich mich zu dem Schild verbessert habe. Regt mich jedes Mal auf. Ja, es ist auch dann einfach was anderes, ne? Wenn man immer das Schild sagt, ja. Das ist einfach. Wow! Gut
geflüchtet. Guck, pass auf, jetzt siehst du den zweiten Haken gleich. Zack, jetzt klebe ich an der Wand und jetzt hat er noch die andere Hand frei. Ah, cool, Spider-Man. Während er so krakelt. Mission. Spider-Man-mäßig. Spider-mäßig, Maus, 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 Maus. Wir sind in den Lanairu Caves. Ein ganz neues Gebiet. Mit zwei Fragezeichen. Und einem Weg, der zur Lanairu Mine zurückcircelt. Oh, der dicke Gorone wieder. Kennen wir den schon? Spider-Link. Spider-Link. Spider-Leg, dachte ich. Das war doch Spider-Leg. I almost never get visitors. Kennst du den noch? Ja, das hast du für seine Schade, ist das eigentlich verschwunden, ist jetzt dadurch, dass er das nicht mehr spielt. Reimt sich nicht. Mir egal. Denn ich bin ja Spider-Leg. Oder so. I'm researching the legend of the three dragons, one of which is said to live here. At first glance, it would seem that there is nothing in this area, but I know there is something here. I will just keep on looking. Hatte der auch so geile Claws, weil er den Trial of Wisdom gemacht hat? Ja. Yeah. So your name is Belebu, I see. Not the easiest name to say, isn't it? How about you, Belebu? Why are you here? You are looking for a sacred flame? That sounds like something I have heard of before, but maybe not. Sweet Goro, I remember now. I read something about it in ancient scrolls that spoke of the Lanairu Sand Sea. I do not remember all the details, but you can get to Lanairu Sand Sea if you just go straight through here. Da ist leider ein Schlüssel vor der Tür genötigt. If you want to go to the Lanairu Sand Sea, you are going to need this key. Ein kleiner Anruf. Danke. Good luck to you. Ich glaube, Belebu. Sehr sophisticated Typ. Ja. Belebu ist ein Name, den man in der ganzen Welt auf jeder Sprache gut aussprechen kann. Ja. Und er sagt. Immer das Richtige. Ah, das ist, ja. Wenn Lars ein PS5 hat und Miles Morales spielt, kommt der Song zurück. It had is Lanairu Mine. It is there that I will solve the mystery of the time shift stones. Leck, möchtest du auch eine PS5 unbedingt haben? Wollen wir uns mal zusammentun? Und gemeinsam. Und wer zwei findet, suchen. Gibt dem einen eine ab. Genau. Ja. Oder ist es für ein irgendwann? Es tut mir leid, aber ich gehe jetzt mal gerade in die andere Richtung. Ja, ja, ist okay. Ich habe meine Freunde hier im Chat. 11 Zuschauer. Nein, und diese Uhrzeit. Ihr seid wunderbar. Wunderbare Wahnsinnsmenschen. Berebu in Japanisch. Ne, Belebu. Oder ist das so ein, rassistischer Gag oder was? Dass die kein L und so? Das wird dann anders gesprochen oder geschrieben oder so. Wir wollen hier keine Rassismen, mein Freund, Dark Icarus. Dafür. Oh, ich bin runtergefallen. Hast du wahrscheinlich den falschen Knopf gedrückt, schätze ich. Kann das sein? Ich habe nach vorne und A gedrückt. Hättest du. Das ist super, nur nach vorne wahrscheinlich. Nur nach vorne. Aber wie wirst du denn A loslassen? Das war mir auch. Belebu in Französisch. Ich möchte gerne eine haben, ja, aber neben der begrenzten Verfügbarkeit ist auch mein Budget leider zu begrenzt aktuell. Aber Marc arbeitet gerade daran, dass sich das ändert. Das ist so nett von ihm. Ja. Wir haben, also ich bin davon überzeugt, der Typ ist einfach total reich. Der hat irgendwie, der ist doch auch App-Software-mäßig, IT, damit kann man richtig viel Geld verdienen. Kann man. So junge Leute. Oh Gott, du erinnerst dich? Ja, wir sind wieder am Anfang. Das ist jetzt eine Abkürzung. Hier jemals gepummelt im Sack. Das, was er geschossen hat. Das ist Schuss. Genau, und er ist halt ganz unprätentiös und möchte gar nichts von seinem Geld haben und will jetzt aber auch nicht jemandem einfach ein 100k in die Hand drücken, weil das macht ja auch vielleicht ein komisches Bild. Deswegen so im Kleinen. Ja. Ich glaube immer noch an die Riesenherztheorie. Der Brook möchte eher eine Xbox. Aber das wäre derzeit albern. Die hätte ich schon mindestens 4-mal kaufen können. Und davon habe ich 2-mal überlegt, es zu tun, einfach damit ich irgendwas bekomme. Ein Evil Crystal. Brauchen wir den? Extremely rare. Haben wir noch keinen von. Oh, guck mal. I'm so happy. This is the best day ever. Können wir damit unser Schild irgendwie widerstandsfähiger machen? Zum Beispiel vielleicht. Zum Beispiel vielleicht. Safe. Jetzt geht's wieder hoch und jetzt geht's den echten Weg. Leider. Das japanische R entspricht einem A. Das hat nichts mit Rassismus zu tun. Ich denke doch. Und die Japaner sind selber schuld. Ja. Die Rassisten sich selber. Also eigentlich sorgen sie dafür, dass die Chinesen mit ihrem Kink gerassistet werden. Ja. Naja.
Die Chinesen, Alter, das sind jetzt eine Milliarde, die kann man nicht über einen Kamm scheren. Ja, vielleicht haut er auch weniger Geld für unnützen Kram auf den Kopf, wie Sun sagt. Das kann auch gut sein. Ja. Das ist ein Wetter mit Ausdauerleiste und Yoshi mag das? Fragezeichen. Sagt Double. Ja. Ja, weil es sich schnell wie selbst wieder auflädt und weil nur es, aufs Rennen weil geht. Weil es viel eine hohe Puzzledichte hat und eine hohe Interaktionsdichte und wenig Erkundung eigentlich. Nur viel verlaufen. Das finde ich offensichtlich okay. Ich kegel. Oha. Curious. Musst du das nochmal? Nochmal einen rein kegeln? Ja, dann krieg ich 5 Rubine. Ja. I know how this game works. Wo ist das Ding? Unser YouTube-Kanal gibt es so viel geilen Content, sagt er immer gleiche. Schön, dass er sich auch beteiligt. Vielleicht hat er. Ja, der ist so programmiert, dass er alle paar Minuten einen von seinen 4 Sachen sah. Ich sehe das an. Es sind aber sogar 25. Wir haben 600 und es ist voll. Ah ne, es sind 11. Es sind 11. Und dafür gibt es einen Dün. Da ist noch ein Stein, der ein Loch verbirgt. Monsterhorn. Das ist doch so komisch, dass er es jedes Mal. Und das ist ja noch nicht mal das. Das ist geil, finde ich, dass es das gibt. Ne? Also, dass sie so ein Item machen, das. So ein Item machen, dass die bei sich tragen und dass man. Dass man den weglatschen kann, aber es ist scheiße, dass sie hier das sagen. Boing, boing. Guck mal, der hat mir so ein Evil Super Rare Crystal gegeben. Plötzlich spuckt der, kommt auch überall hergespuckt. Oh, Shield! Stronger than any other! Was muss ich dafür machen? There's a dragon who loves putting the abilities of those who visit him to some kind of test. In the desert. Du hast recht, Alter. Wir kriegen hier einen Stronger Than Any Other. Ein Drachen. Sun muss Mittag machen. Lass euch. Und wir werden weitergelaufen lassen. Laufen gelassen in der Küche nebenbei. Wir können sie ja beim Mittagessen ein bisschen anfeuern. Was machst du denn, Sun? Was gibt's denn zum Mittag? Dann gebe ich dir mal ein paar Kochtipps vielleicht. Wir müssen ja auch noch irgendwas essen vielleicht. Zum Mittag? Wir haben doch gerade erst gefrühstückt. Ja, aber irgendwann ist es ja auch später als jetzt. Das stimmt. Du musst auf jeden Fall heute noch einkaufen. Alter, ja, das ist echt wahr. Ich brauch so einen Mops. Westbrook hat Probleme mit uns auf der App. Aber das könnte auch in ihrem Internet liegen, schätze ich jetzt mal. Blame it on the Internet. Irgendwann ist es ja auch später als jetzt. Wow. Irgendwann wird dieser Zeitpunkt kommen. Und darauf müssen wir vorbereitet sein. Blame it on Jeff, ja gut. Jeff, fuck you and your fucking Glatze. Fancy. The whole area was once irgendwas, but the water has all evaporated and now the area is a sea of sand. Oh, das ist so geil, der Abschnitt. Der ist wirklich richtig toll. Wirklich gut? Ja, richtig toll. Das erinnerst du noch. Mhm. Jetzt kommt, ich sag mal so, 5 Stunden geil. Oder 3,5. So lange 2. Ist man in diesem Gebiet? Ja, das kommt ein Dungeon noch. Das ist ein guter Dungeon. Guck mal jetzt. Die Nairo Sansi. Sansi. This area operated a new form of power. There's a blah. Sacred flame is here. Gib mir die Sacred Flame!
Ja, exploring the sand sea. Come on, let me do this. Let me entertain you. Wie der große Robin Williams schon sagte. Das zieht aber nicht an deiner Ausdauer. Also da kannst du ewig lange hängen. Ne? Das wäre echt nervig. Stell dir das mal vor, wenn das unter Zeitdruck passieren würde. Das wäre mir wirklich ein schönes Wetter. Eben gerade hat noch die Sonne geschienen. Ja, das wäre scheiße, wenn das unter Zeitdruck passierte. Wieso habe ich das Gefühl, dass nicht nur in unserem Stream eine Verzögerung ist, sondern auch in deinem Gehirn? Ja. Wieso? Das ist kein Gefühl. Ist. Doch, es ist ein Gefühl. Es wird aber einfach ausgelöst durch die Tatsache, dass es so ist. Ja. Gefühle, die durch Tatsachen ausgelöst werden. Das sind die besten. Das sind die besten Gefühle. Man kann sie sich sogar gut erklären. Manchmal ist es ja schlimm, wenn man Gefühle hat, die man sich nicht erklären kann. Da struggelt man und fragt sich, was das soll. Was ist denn jetzt dein großer Auftrag? Das ist völlig nach der Long Long Range. Du musst die Sand Sea erkunden. Einfach nur erkunden, erstmal. Ja. Bitte lass den Käfer Käfer sein. Okay. Er ist tot. Das Spiel ist auch schon. Ich hab ihn zertrampelt. Da war nix drin. Hier ist so eine Frachtcontainer-Apparatur. PC hängt ein bisschen hinter der App, obwohl die sich ständig wiederholt hat. Aber mal gucken, ob das jetzt allgemein besser läuft. Be Bezos, except if you can help it. Except if you can help it? Ja. Yeah. Except if you can help it. Das verstehe ich nicht. Also weißt du, eigentlich ist es voll geil in diesem Spiel. Du hast so ganz viele Gebiete, in denen du wirklich relativ viel erkunden kannst und auch durch Erforschen finden kannst. Und in denen nicht so ganz klar ist, kommst du da hin oder kommst du da später hin. Aber das ganze Traversal, sag ich mal, ist so anstrengend und so zäh, dass man keine Lust dazu hat. Ja, genau, das ist eigentlich auch das, was ich vorhin sagen wollte, in weniger Worten. Da besagt, wenn man mehr als zwei Daumen drücken wollen würde, wäre das ein bisschen creepy, though. Weil Leck vorher sagte zu Redbrook, ich drücke dir mindestens zwei Daumen. Dass es jetzt besser funktioniert mit dem Gucken, weißt du? Ja, ich verstehe. Guck mal hier. Ja. Schau mal auf, was jetzt passiert. Jetzt kommt die Vergangenheit. Ja. Hau doch zu. Sprich mit dem Macker. Ein Kapitän. Who are you? Some human? Who am I? I am the proud skipper of the ship that protects Nyru's flame. Pulli, protector ship. Also nicht der Kapitän. Guardian. Punkt. It was the day of the storm. Pew weep, my crew and I were navigating the sea as usual. And then those brutes, the pirates, suddenly attacked us. They were after Nyru's flame. My crew was imprisoned. And I was thrown into the sea. I drifted on the current to this port. Vroom! After that, I took this boat and went searching for my ship and crew, but they were nowhere to be found. It haunts me, wondering where my ship could be. I bet my head they've turned the ship invisible and are hiding out somewhere. You can't see it. Why not? In order to protect Nyru's flame, the ship has a function that allows it to become invisible. Das ist eine praktische Funktion. You say you're searching for Nyru's flame? Psst. Oh, so you need Nyru's flame to find someone important to you. In that case, you should help me search for my ship and crew. Deine Synchro wird gelobt. If you help me, psst, then I guess I'll let you on my boat. No way, I will help. Really? Well, in that case, psst. There's something weird about that map of yours. If you're gonna navigate these treacherous waters, then you need a proper sea chart, Doweep. There's a sea chart in my shack at Skipper's Retreat. So first you need to get on this boat and set a course for Skipper's Retreat. Shall we shove up? Vroom! Let's-a-go! Alright, let's-a-go! Vroom!
Sehr gut.